So, willkommen zurück in Final Fantasy 8. Und falls ihr denkt, wieso habe ich den hier nur auf einer Seite Kommentator hier? Ich habe mein Reserve-Mikrofon eingeschaltet. Kann sein, dass ich das irgendwie darauf so rund kriege, aber nicht verschreien. Mein aktuelles Mikro, was ich normalerweise habe, ist funktioniert irgendwie. Ich versuche mich mit der Reserve arbeiten, mal cool zu haben. Ich hoffe, das stört euch also sehr. Hesbeth hat mehr oder weniger gewohnt, eine kleine Gruppe hier eine ziemlich lustige Abschlussprüfung gehabt. Als Seed ist schon ziemlich krass gewesen. Halleluja. Kadusch. Ah, da sieht man auch mal den Zustandsangriff von Cell. Zu 60% kann der machen jetzt. Jederzeit. Natürlich ist das besser, später besser mit Zustandsangriff tot zum Beispiel. Oder Zustandsangriff konfus, was da es alles gibt halt. Am besten finde ich aber Zustandsangriff tot. da kann man so einen Schaden machen, vielleicht sogar zwei, und der Gegner ist instant weg. Das Problem ist, es funktioniert nicht immer. Leider. Auch wenn der Gegner seine nicht hundertprozentige Schutzverzugszustand hat, der Zustand tot ist sehr unzuverlässig, ehrlich gesagt. So, Schlitz! Die ganzen Gegner hier, jo, die nehme ich einfach mal mit. Ja, kein Ohr. Meine sind nicht Kleinkram halt. Kaboom! Achi! Halten schon ein bisschen was aus. Und stimmt, ich muss mir noch eine Karte holen. Also entweder doch die Karte oder nochmal schon so lange her, ich es gemacht habe. Auf jeden Fall, ich werde mit sehr vielen Leuten noch nicht reden. Eben wegen diesen Karten, die ich jetzt unbedingt haben. Und Ifrit hat jetzt HP-Kupplung freigeschaltet. Nice. Wer hat Ifrit nochmal? Xel hat ihn, okay. Okay, was nehmen wir als nächstes? Hitzewander vielleicht? Damit kann ich zum Beispiel aus Zaubersplittern Feuer machen. Also dass ich jetzt habe, sage, ich muss nicht nur dauernd das mit Zwar machen, sondern ich mache das mit Items und tue so meine Magie auf die Charaktere aufteilen. Ist zwar ganz nett und so. Muss ich gerade überlegen, ob nicht was anderes besser wäre. Ich lasse das mal so. Wenn ich schon dabei bin, Xel. Du kriegst jetzt mehr HP. 700, 600, ich glaube Medi. Also bei Doppel wäre es natürlich gigantisch. 300 im Moment. Wartet. Habe ich so viel? Tauschen, Doppel. Gib mir mal alles bitte. Du auch Selfie. Das schaffe ich sogar. Nice. Das dürfte jetzt ein bisschen ausrasten, wenn ich so ehrlich bin. Oh, 200 mehr, das ist schon ganz nice. Ich glaube, ein Angriff ist zwar besser als. Also, Doppel ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist nice, ne? Jetzt kann ich auf HP was anderes legen. Vita ist ziemlich gut. Ja, was Besseres? Na gut, Doppel, aber. Da verliere ich wieder meinen Angriff. Ich glaube, es passt so. Und damit das mal ein bisschen hier geordnet ist, tue ich mal ein bisschen die Vita aufteilen. Damit ich mit Xel nicht so viel ziehen muss, weil der ist sowieso kein guter Zieher. Mach mal so. Also entgegenkriege ich mit Vita, dann ist das sehr schnell wieder aufgefüllt auf alle Charaktere. So. Dann sind wir wieder im Balamp Garden. Stadt Balamp, okay, das Dörfchen eher. Haben wir vergessen. Ah, endlich zu allem. Echt wahr? Das heißt, dass die Bewertung abwarten. Also, Asgol, bis später. Bis dann. Tschüss, ihr zwei. Turtelt nicht so viel rum, ja? Ich schau genau hin. Eher lieber nicht. Ah, das hier ist neu. Du bist wieder da. Vita. Dann ziehe ich hier mal die 5 Stück, die ich brauche. Man kann nicht über 100 Stück ziehen, das geht nicht. Also, falls ihr mal denkt, oh, ich will mehr als die
5 oder 100. Nee, das geht nicht. 100 ist Maximum bei jedem Zauber, egal welcher es ist. Moment, wenn ich mal hier bin, ich laufe mal hier rum, so herum. Ich will ja einen Typen da haben, der normalerweise hier steht. Der mit der braunen Jacke. Einfach raus, rein, raus, reingehen, bis er da ist. Ah ja, da bist du. Hallo. Ich werde jetzt auch nach Hause gehen. Kann ich dir Karten spielen, oder? Oder geht das noch nicht? Könnte ich sogar. Brauche ich aber noch eine Karte. Das Problem ist, wo kriege ich die her? Ich könnte jetzt mit der Ability Karte machen, aber man kriegt irgendwo ein 5er Starterpaket von Karten. Ich weiß nur nicht mehr wo. Das ist mein Problem gerade. Sonst werde ich das Obstkind machen, mir eine Karte holen. Das wird ein Spaß. Hey, hast du gehört? Die Galvariana hatten das auf die Antenne abgesehen. Auch wenn die Antenne sendebereit ist, wer sollte was senden? Ja. Wie meinst du das? In der Prüfung kam mal die Frage, warum die Rundfunkwellen nicht mehr benutzt werden können. Rundfunkwellen? Cool, hast du denn eine Antwort geschrieben? Also Funkstörung glaube ich nicht, ich glaube eher gesundheitsschädlich passieren, ne? Cool, 5 Punkte Abzug, dann war das falsch. Ups! Entschuldigung! Ich wäre gewesen! Wegen weltweiten Funkstörungen, es begann plötzlich vor 17 Jahren. Deswegen werden Kuriere, Kabel und Schokobos zum Übermitteln von Nachrichten benutzt. Oh, Schokobos! Es gibt keinen Sinn darin, Antennen wieder in Betrieb zu nehmen. Glaubke! Interessant. Da sollte man den Hinterkopf behalten, dass ein Rundfunkraum der aus ist, zunehmend. Mission Apple, wohl ein Grund zum Feiern? Die Anwender sind alle wohlbehalten zurück, oder? Auf die Idee, dass die Galvianer noch auf den Weg abgesehen hat, ist niemand gekommen. Na, aus Droll ist gerade eine Meldung eingegangen. Die Galvarianer haben unter der Bedingung, dass die Antenne selber bleibt, zurückgezogen. Die wollten also nur, dass die Antenne funktioniert. Hätten die das nicht vorher machen können oder irgendwie diplomatischer, mussten die ein paar Zivilisten verängstigen deswegen. Das stelle ich mir so 100.000 Fragen auf einmal. Wie auch immer, die Galvarianer haben sich also zurückgezogen. Wenn sie mehr Tumult gemacht hätten, wären wir mehr zum Einsatz gekommen und hätten mehr Kohle herausgeschlagen. Für wen? Hallo. Wie war das Schlachtfeld? Boah. Was geht so? Geht so? Okay, so sagen wir, das ist nicht richtig. Okay. Die Prüfungsergebnisse werden bald bekannt gegeben. Bleib in der Nähe. Alles klar. Du warst gar nicht mal so schlecht. Gell, er ist mein ganzer Stolz. Wenn er bloß nicht so muffelig wäre. Muffelig? Was ist das bitte für ein Ausdruck, Frau Küstes? Überhaupt nicht nett oder so. So, ich will jetzt mal kurz zum zweiten Stock hinauf. Studierzimmer, könnte man sagen. Klassenraum. Denn es müssten ein paar andere Texte da sein bei diesem Computer, wo ich ja mal ganz am Anfang gezeigt habe. Da kann man hin und wieder mal hochgehen und nachschauen, ob es irgendwas Neues gibt. Was auch ganz gemein ist, nicht alle Charaktere sind immer da, die eigentlich da sein sollten, so wie die zwei Damen hier. Die sind auch nicht immer da. Das ist irgendwie komplettes ANG. Ob die jetzt da sind oder weg sind oder wieder da sind oder weg sind. Tja, man muss halt öfter rein und rausgehen, so wie vorhin mit den einen Typen da mit der braunen Jacke. Sodale, was kann man denn? Gibt's was Neues von schwarzem Brett? Wenn wir das Leben im Garten angemeldet haben, wir einen Comcast aufgeklärt. Das hatten wir schon. Ja, das habt ihr schon. Verdammt, ich kann es leicht überspringen, Leute. Das muss man lesen. Beziehungsweise nochmal zurückdrücken. So, da gibt es nichts Neues, ein Nachrichtenbrett vielleicht.
sieht nicht so aus. Außer, dass sehr viele Feste geplant sind. Zwei immerhin. Was gibt's für das Schulfestkomitee? Das ist mal interessant hier. Mitteil vom Komitee. Hallihallo, ich heiße Selfie Tilden. Ich war bis vor kurzem im Travegarten, wo dort bei dem Schulfestkomitee, wo das auch hier gelernt wird. Weil sich hier niemand für das Schulfest zuständig fühlt, bin ich die Leiterin des Komitees. Das ist Kreditkühe, kann man sagen. Seit ich ganz alleine, da werde ich dieses Jahr noch einen Geschmack gestalten. Ein bisschen so. Ich weiß nicht, was das Farbe ist, so. Komisch gelb-grünlich. Komische Farbe. Ich hätte eher für Blau genommen. Wir suchen Mitglieder für das Schulfestkomitee. Interessenten sollen sich bitte bei mir melden. Ich persönlich würde gerne ein Open-Air-Konzert veranstalten. Was bringt ihr? Eine große Klammer. Freunde, ich habe ein neues Verzeichnis erstellt. Ich weiß allerdings noch nicht, was das eigentlich werden soll. Ich würde gerne etwas mit Freunden machen. Leider kenne ich hier nur wenig, wie ich Freunde nennen kann. Lass uns alle Freunde werden und lass uns das Schulfest organisieren. Alles klar. Und Tagebuch. Der erste Schultag. Hallöle. Das Wort will ich zur Mode machen. So, jetzt fange ich sogar mit einem Tagebuch an. Selbes nicht veröffentlichte Werke. Klingt das nicht großartig? Nicht veröffentlicht. Wenn es nicht veröffentlichte Werke gibt, dann veröffentlicht sich. Was ist das? Keine nicht veröffentlichte Werke mehr, oder? Ich habe bisher noch nie ein Tagebuch geschrieben, da aber auch keine Garantie, dass das hier auch eins wird. Na gut, fangen wir einfach an. Ich komme aus Drabia. Ich wollte eigentlich die Kultur in den Großstädten kennenlernen. Drabia ist ein großartiger Garten. Ich werde den Ort nie vergessen, so der wirkliche Grund, warum ich herkomme, ist, dass ich später mal ein Zieb werden möchte. Meine Prüfungen nur im Ballamt abgehalten werden, bin ich einfach mal so nebenbei hierher gezogen. Nur so nebenbei. Bei anderen Garten wird das anders ausgebildet oder das wird hier dann mal nicht erklärt, ne? Ja, der größte ist an der ganzen Sache ist, dass die praktische Siebprüfung heute stattfinden soll. Heute ist mein erster Schultag hier und ich werde schon irgendwie hinbiegen. Erster Schultag und tolle Prüfung. Ja gut, das ist nicht so toll, ne? Will ich keinen empfehlen. Erster Schultag und schon Prüfung. Nein, danke. Ich glaube, das hat irgendwie hier keiner Lust, oder? Was habt ihr zwei denn eigentlich so? Wie ich sehe, weiß ich, wie halt Portrait kämpfen muss. Das kann man zum Päschen zweideutig verstehen. Portrait hat bisher 11 Gegner besiegt. Die Unschuld schwindet langsam sich dahin. Ach so, die sagen, wie viele Gegner die wir besiegt haben. Ich habe 30 besiegt, Prep hat 11 besiegt. Okay, das ist mehr oder weniger so eine Statistik, Dame. Interessant. Wusste ich gar nicht mehr. Du bist doch hoffentlich unter Portrait bin ich zu Last gefallen. Vielleicht. Beschützt du die Treppe? Ich weiß alles ganz genau. Du warst bisher null bei K.O. und Frau Treppe auch. Tja, jetzt weiß ich die Statistik, Damen. Gut zu wissen. Gab es in den älteren Feindfisses ja nicht allzu oft. Ich glaube, in Feindfisses 7 war noch einer. Der hat auch gelabert, wie oft man gekämpft hat, wie oft man geflohen ist und so weiter. Und hier gibt es das auch noch. Aber ich glaube, danach nicht. Ja, lass uns mal überlegen. Also in den ganz alten Final Fantasy von 1 bis 6 war da nichts, weil ich weiß, da gab es einen Programmierraum in Final Fantasy 4 nur. Und sonst weiter in 9 gab es da nichts, soweit ich weiß. In 10 auch nicht unbedingt. Obwohl da interessant wäre, wie viel man Gegner besiegt hat, um das Ganze zu farmen, ne? Ja, hallo ihr beiden. Wie war's, Bruderherz? Oh, mein Gott, ey, diese Schmerzen, ich hatte. Oh, schon wieder diese Tour, ey. Wenn ich gesund hab, mitspielt, wäre ich bestimmt weitergekommen. Wovon labern die zwei? Und was muss ich eigentlich machen? Das hat auch keiner gesagt. Hauptsache niemand wurde verletzt. Ja, Hauptsache niemand wurde verletzt. So ist das. So muss das. Ich könnte so nebenbei jetzt in den Übungsraum gehen und dort leveln, aber muss ich sein. Hallo, Seifer. Hast du gehört, die Sache mit der Antenne in Dolet? Wir waren live dabei. Hätten wir nicht den Rückzugsbefehl erhalten, wären uns die Leute von Dolet jetzt ewig dankbar. Oder für sie werden jetzt ewig terrorisiert werden. Du hast doch gar nichts gedacht.
Du wolltest dich nur ausproben. Du wirst das. Solche Unterstellungen sind nicht sehr motivierend für einen Schüler. Er ist vielleicht unverständlich für einen unqualifizierten Ausbilder. Hä? Saipa, sei bloß nicht so eingebildet. Unter deinem Kommando hat der B-Trupp den Posten verlassen. Es ist nicht die Aufgabe des Kommandanten, gemäß der Situation zu handeln? Ja. Und auch wieder nein. Kompliziert Sache. Herr Kommandant? Dass ich nicht lache, du ewiger Siedanwärter. Hm. Ah, wie geht's? Keine Ahnung, was die zwei jetzt geredet haben. Man kriegt das leider nicht mit. Das wäre interessant. Saifa. Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Dies ist unumgänglich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich persönlich kann aber Ihre Beweggründe verstehen. Ich möchte nicht, dass Sie zu diesem simplen Söldner werden. Zu Söldnern, die blind Befehlen gehorchen, sollen Sie nicht werden. Denke ich zumindest. Direktor Sitz, Sie langsam zurück. Nun, wie soll ich sagen? Ich glaube, der Sith findet nicht so recht die richtigen Worte. Und Saifa auch nicht. Ja gut, man kann ihn verstehen, aber Ordnung muss sein, manchmal. Die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor den Klassen sie den zweiten Stock sammeln. Wiederhole, bitte einen zweiten Stock hochkommen und wehe, verpasst es. Da gibt's keinen Kuchen heute und Kekse schon gar nicht. Das wäre eine coole Ansage, oder? So, dann schauen wir mal hier hoch und noch niemand da. Na gut, die Ansage war gerade eben, müssen sich alle erstmal hochbewegen. Oh, zu früh geredet. Und du sagst mir nichts? Gut! Eine Dame, kurze Worte. Hey, ey, wir sollen einzeln aufgerufen werden. Jetzt heißt es warten. Putin sagt, wenn Saifa nicht zum Ziel wird, ist es deine Schuld. Er war der Chef. Putin ist mal unberechenbar, wenn sie mal wütend wird. Liebe Gott im Himmel, liebe Gott im Himmel. Ganz nervös, gut, oder? Und Xell ist auch ein bisschen am Stolzieren hier. Soll das natürlich machen? Außer warten? Ich darf nicht mal rausgehen aus dem Bildschirm. Wie dreist. Heißt. Ja, dann heißt das mal warten. Und was habt ihr das jetzt vor? Oh, kommt einer. Xell Dinscht. Yeah! Bis dann, Leute! Squall vom B-Trop hierüber. Das waren alle, die heute bestanden haben. Wegtreten. Ich finde das cool, dass im Hintergrund alle drei gleichzeitig schnippen. Das sind die vier, die die Prüfung bestanden haben, Sir. Zunächst mal Gratulation von nun an. Werde Sie als Seed Einsätze auf der ganzen Welt wahrnehmen. Komisch formuliert, aber okay. Seed ist der Codename für die Söldner des Ball am Garten. Sollten wir nicht Söldner sein? Da war doch gar nichts passiert. Die Seed sind Kampfspezialisten. Aber es ist nur die vordere Seite der Medaille. Wenn die Zeit reif ist. Herr Direktor, wir müssen gleich zu einer Besprechung. Fassen Sie sich jetzt kurz. Ihr seht, sie sind ein wertvolles Produkt dieses Gartens. Produkt? Naja. Ob der Warenwert steigt oder fällt, liegt in euren Händen. Nehmt euch das zu Herzen und erfüllt die Aufträge. Das wollen Sie doch damit sagen, Herr Direktor. Ja. Die Seed-Zeugnisse werden nun freilich überreicht. Ich freue mich auf das Schulfest.
Zurückhaltung ist auch eine Tugend. Ein bisschen Ruhe schadet nie. Sie sind der erste Sieb in einer Gambling. Damit ist die Zeremonie beendet. Wegtreten. Kein Feuerwerk? Ich bin enttäuscht. Ja, die freuen sich. Alles klar. Nach 14 Jahren endlich gehabt die Chance. Was ist Squall? Hast du was zu sagen? Irgendwie wäre ich zu einer großen Nummer in Karten. Hey Squall, zurück ins Klassenzimmer! Was wir tun sollen? Was vergessen? Was frisch geht, frisch wackelt, sie es machen? Sich für den Kameraden bedanken. Danach gibt es eine richtig fette Abschlussparty. Ah, doch, Abschlussparty. Ich dachte schon. Das war nämlich so irgendwie leer, kein Feuerwerk, nix, nennt der nada. Das ist mal eine Gratulation. Und sei fängt auch mal direkt an damit, das ist auch nicht schlecht. Ach du meine Güte, mein Urteilsvermögen ist aber schlecht wie sonst was. Okay, wie bewertet sich das hier? Das ist je nachdem, wie gut ihr gekämpft habt und wie schnell, beziehungsweise wie viel Zeit ihr noch übrig gehabt habt, zum Beispiel beim Ifrit. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Urteilsvermögen, was war nochmal Urteilsvermögen? Weil da bin ich extrem schlecht. 0 Punkte. Ich meine, das ist Minimum. Ja? Angriffsstärke ist einfach, wie hoch euer Angriff ist. Seele weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Und Benehmen ist jetzt zum Beispiel, wenn man bei Selfie ist heruntergesprungen, bei der Klippe da damals. Und wenn man nachgesprungen wäre, hätte es Punkteabzug gegeben. Und ich habe nicht volle Punkte, die volle Punkte wäre 100 Punkte. Das heißt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das Problem ist nicht nur noch, ich weiß nicht, was da wie funktioniert. Das ist einfach ein schlechtes Zeug, aber egal. Ziellevel 5 heißt das. Und je nach Level bekommt man regelmäßig Sold. Man wird bezahlt, so ungefähr alle 1 bis 2 Stunden, also Spielstunden. Das Ziellevel kann je nach Handlungsweise im Kampf steigen oder fallen. Ja, so kriegt man auch Geld, indem man bezahlt wird hier. Ha, gefunden! Hey, guck mal! Seed-Uniform! Steht dir. Zieh schnell um, das soll eine Fete stattfinden. Ich glaube, das ist das schlechteste Zeug, das ich jemals hatte. Jedenfalls, wenn sie auch meine Güte, peinlich. Aber ich weiß nicht mehr ganz, warum ich da 0 Punkte hatte. Ich wusste, es war irgendwas mit Weglaufen oder so. Ich weiß es nicht mehr.